Heute ist der Tag, wo alles so lala klappt. Wenigstens ist das Wetter gut. Ich wollte eigentlich nur die paar Kleinigkeiten heute erledigen. Leitbar, Schnorchel, eigentlich morgen dann, also in 2 Tagen wollte ich es erledigen. Und noch lackieren. Hier oben die Reling, die jetzt abgebaut ist, war ja Silber, wollte ich auch gerne schwarz haben. Und das ist alles ein ziemlicher Act. Ich habe ja hier eine Zusatzbatterie verbaut. An die hier werde ich die Leitbar anschließen. Da habe ich schon mal alle Kabel hingelegt, hier reingeführt. Und im originalen Fach ist zum Glück da ein schöner Gummistopfen, der unten beim Schweller rauskommt. Da habe ich das Kabel durchgelegt. Das wird jetzt noch mit Karosseriekleber abgedichtet. Und dann kommt das Kabel hier unten raus. Dann habe ich hier den Schweller entlang gelegt, hier oben drüber, hier mit einem Kabelbinder festgemacht. Und jetzt geht's ab nach oben. Dienstagmorgen, eine durchfrorene Nacht. Es ist nachts jetzt schon ziemlich kalt und wir haben ja keine Heizung in dem Häuschen da am See. Und jetzt bin ich hier am Lager und wollte den Ranger aufbocken, aber ich habe keinen Heber, der glaube ich so hoch hebt und der rutscht mir halt ein bisschen weg unten wegen der Unterboden Konservierung. Deswegen habe ich nur ein bisschen Platz jetzt hier gemacht, ein bisschen hochgebockt. Lass das Rad dran und versuche mal so jetzt hier den Schnorchel zu verlegen. Die Schrauben hier, die Plastiknieten, die drehen sich schon durch. Da haben wir schon das erste kleine Problem. Ich werde dem Ganzen jetzt mal mit Lösern und Schraubenzieher zur Seite rücken, zu Leibe rücken, um da mal zu gucken, dass wir die Rathausverkleidung abkriegen. Das ist ja schon mal die halbe Miete. Dann geht es innen weiter. Das muss von innen abgeschraubt werden. Dann schaue ich erstmal, ob der Luftfilter überhaupt passt, der Schnorchel. Und dann wartet heute mit Sicherheit den ganzen Tag Arbeit und Anpassungsarbeit auf mich. Also hier, die Schrauben sollten sich normal rausschrauben lassen, dann kann man die ganze Niete entnehmen. Aber man kann hier schrauben, so viel man will. Es kommt einfach nicht raus. Auch unter Druck. Ja, das ist schon mal ganz toll. 2 von 14 gingen gut raus, bleiben noch 12. Ein Riesenspaß. So sieht dann so eine verdammte Niete aus, die sich nicht rausdrehen lässt. Ich weiß nicht, was die da für einen Mist verbaut haben. Zum Mäusemelken. Die werden ab, bis auf eine, die habe ich vergessen. Ist nicht schlimm. Normal müsste man jetzt hier das Kabel noch rausmachen, wenn man es ganz abmachen würde. Und hier sieht man auch schon das Loch, wo original bei den meisten Modellen der Luftfilter durchgeht. Da ist bei mir jetzt nur, weiß nicht, ob man sieht, nur der Kasten. Ah, da sieht man es. Da werde ich dann nachher anzeichnen und ein Loch reinbohren und ein Rohr einkleben. Und jetzt geht es erstmal hier rüber. Jetzt braucht man wieder lange Arme, viel Geduld und dann geht es mit dem Ausbau des Dreiecks weiter. Im Holm steckte hier noch ein bisschen Dämmung, geht bis hier oben ungefähr rein. Warum auch immer, werde ich wieder reinmachen. Das hier ließ sich gut lösen. Da sieht man hier die Klipse. Da muss man nur ein bisschen vorsichtig reingehen von innen mit der Hand. Das ist relativ einfach. Und jetzt hole ich mal die Schablone und halte erstmal den Schnorchel an, ob das so passt. Mit dabei bei diesem Set ist eine wirklich gute Einbauanleitung, groß, gut bebildert. Die machen das übrigens auch, ohne das Rad abzubauen. Auf der letzten Seite ist eine Schablone, die man sich ausschneiden muss. Hier ist schon ein Loch und hier muss noch eins gebohrt werden. Da kommt dann diese Verstärkung dahinter, wird dann hier und hier mit einer Popniete festgemacht und daran wird dann der Schnorchel verschraubt. Das heißt, jetzt wird in den Kotflügel gebohrt. Aber da ich natürlich nur halb so mutig bin, wie man denkt, habe ich mir hier ein Holz dagegen gemacht, falls ich abrutsche, dass nicht so arg viel passiert. Ah, das Ganze hat jetzt hier keine halbe Minute gedauert. Bin auch nicht abgerutscht. Trotzdem, sicher ist sicher. Loch ist drin. Hier passt es mit dem 5 mm Loch. Das ist schon da. Das heißt jetzt, bisschen entgraten ist aber nicht viel. Rostschutz drauf und dann kann es weitergehen. Also das war jetzt wirklich leicht. Das Loch war ja wie gesagt schon da, hat direkt gepasst. Hier das neue, noch ein bisschen Rostschutz drunter. Echt easy.
Der nächste Schritt in der Anleitung war, eine selbstklebende Dichtung hier aufzubringen. Das war natürlich extrem schnell und leicht. Und jetzt glaube ich, hier ist eine Aussparung für einen Blinker, für die alten Modelle. Habe ich nicht, das brauchen wir schon mal nicht. Das wäre hier. Und jetzt geht es weiter mit den Schrauben T, U und V. Es gestaltet sich ein bisschen schwierig, diese drei Schrauben, die zur Befestigung vom Schnorchel notwendig sind, da reinzubringen. Man sieht nichts und sie sind relativ kurz, um da in die Löcher zu passen. Eine habe ich jetzt hinten drin. Das ist schon mal ein Anfang. Jetzt probiere ich mal die hier vorne. Also ich bin hier schon bestimmt eine halbe Stunde dran. Eine halbe Stunde quäle ich mich jetzt schon ab. Eine habe ich drin davon. Die vordere, die hier greift, aber da sieht man ja, die greift, die greift gerade so, wenn ich sie reinmache. Jetzt habe ich mir bei meinem Vermieter hier mal Schrauben geholt, die 2-3 Umdrehungen länger sind und werde die mal probieren. Heute ist wirklich der Wurm drin. Nächster Meilenstein. Es ist dran, das Ding. Dann von außen gefällt es schon mal gut. Und es geht mit Sicherheit gleich weiter mit den vielen Anpassungen. Als nächstes kommt hier eine Halterung. Hier ist auch eine Gewindehülse drin, dass der hier ordentlich gehalten wird. Das hatte ich gestern schon mal ab. Das passt auch nicht so mit dem Halter. Auf jeden Fall muss hier erstmal das Gummi runter. Hier zur Seite. Und wenn man genau hinschaut, sieht man dann zwei Muttern, die abmessen. Da ist eine und da ist die andere. Und genau wie vermutet, auch hier, obwohl ich schon gebogen habe, das muss noch weiter gebogen werden und dann mal gucken, ob es hält oder ob eine Distanzmutter dazwischen muss, Distanzhülse dazwischen muss. Okay, so passt das hier schon mal. Jetzt noch mal gucken, ob hier noch die Schiene drauf passt. Ja, ganz toll. Das sieht dann so aus. Oh Mann, ey. So soll das hier drunter, natürlich ohne. So soll das hier drunter, natürlich ohne die Lücke. Aber es stößt ja hier oben schon an. Das heißt, entweder ich probiere noch ein bisschen zu biegen. Oder aber ich hatte mir überlegt, ich lasse das so, wie es ist. Die Plastikabdeckung kannte ich ein bisschen aus. Hier kannte ich ein bisschen aus. Und ungefähr so müsste es dann einfach nur von oben festgeschraubt werden. Das wäre ja viel einfacher, glaube ich. Ich probiere nochmal. Das wird jetzt wieder eine Stunde dauern. So, etliche Stunden später sitzt er. Jetzt habe ich nur leider nicht genug Lack da, um noch ordentlich zu lackieren. Also wie auch der komplette Rest, ein ziemliches Gefuddel. Ah, hier ist es auch schon wieder. Da muss es rein. Hier wird es verbunden. Die Halterung hier, die kann man dann im Originalpunkt festschrauben. Die hier, da muss man wieder ein Löchlein bohren. Und dann war es das erstmal mit Bohren, zumindest auf der Seite. Und dann wird man es wahrscheinlich noch ablassen müssen, weil ich ja das Verbindungsrohr hier noch aufstecken muss. Und da komme ich ja nicht dran, wenn das hier nicht ab ist. 16:30, da ich es heute eh nicht mehr schaffe, den Luftfilterkasten auszubauen, das Rohr ordentlich einzupassen. Ich habe nur angezeichnet bis jetzt. Werde ich noch ein paar Kleinigkeiten erledigen und morgen dann weitermachen. Hoffentlich das Projekt hier beenden. Der Halter für den Schnorchel, der ist auch noch nicht trocken. Den habe ich ja nochmal neu lackiert. Der muss auch noch ein bisschen trocknen. Und jetzt zeige ich euch mal, was bis jetzt alles drin ist. Hier wäre man ja eigentlich quasi fertig, wenn man den originalen Schnorchel hätte. Der wird ja innen nur noch mit einem Adapter gesteckt. Hier geht es dann weiter. Einmal befestigt. Zweimal befestigt. Das untere Loch musste gebohrt werden. Und hier hinten, da habe ich auch noch mal den Übergang zwischen den beiden Rohren und also zwischen dem Rohr und dem Schnorchel mit Karosseriekleber abgedichtet. Von außen sieht das Ganze dann schon mal ganz gut aus. Der Schnorchel muss allerdings noch ein bisschen näher an die Tür. Das wird dann oben mit dem Halter bewerkstelligt. Und da muss man darauf achten, dass die Tür noch ordentlich zugeht.
Ich glaube, das habe ich getan. Ja, und dann geht es morgen weiter. Bis morgen erstmal nur provisorisch zugemacht. Auch hier nur mit Kabelbindern. Das habe ich morgen in... Oh, man sieht gar nicht so richtig die Sonne. Ja, auch nur mit Kabelbindern auf jeder Seite. Das habe ich morgen in ein paar Minuten wieder los. Letzter Sonnentag für diese Woche. Ich habe den Luftfilterkasten ausgebaut. Der ist mit zwei Schrauben befestigt. Einmal hier, einmal hier. Ein paar Stecker müssen natürlich ab. Die Schelle muss abgeschraubt werden hier vom Deckel. Und jetzt sieht man hier den Durchlass für das originale Rohr. Da komme ich mit dem Rohr vom Schnorchel an und gehe dann hier rein. Das wird jetzt erledigt. Ich habe jetzt hier im Luftfilterkasten mit einem ganz normalen Dosenbohrer ein 73er Loch gebohrt. 75 brauche ich. Also nochmal kurz mit der Feile lang gegangen. Jetzt passt es schon ziemlich gut saugen. Ist natürlich noch zu lang. Innen drin, aber theoretisch kommt das dann hier dran, da rein. Und dann wäre es angeschlossen. Hier hin und draußen mache ich natürlich noch eine Abdichtung hin. Mindestens mal mit Karosseriekleber. Test erfolgreich. So kann man es lassen. So kommt das Rohr ordentlich rein. Passt ziemlich gut, saugend. Jetzt muss man es nur noch einkleben. Das Rohr ist jetzt mit HG Superkleber eingeklebt. Das Gute ist, der Kleber läuft natürlich in jede Ecke. Dann kannst du das Pulver hinterher schütten. Das heißt, ich kam hier auch an die enge Unterseite hinten ran, um das einzukleben. Von innen, von außen natürlich war es ganz leicht. Und hier außen kommt jetzt noch eine runde Karosseriekleber drüber in schwarz, dass es ein bisschen elastische Dichtung noch gibt, falls das hier reißen sollte unter Belastung, unter ständigem Vibrieren. Das weiß ich nicht. Und dann baue ich ihn wieder ein. Der Luftfilterkasten ist drin. Leider hatte ich kein schwarzes Spray mehr. Sonst hätte ich das natürlich nochmal schwarz lackiert. Das ist bestellt. Das muss ich irgendwann dann nochmal nachholen. Kein großes Ding. Und hier habe ich es mit weißem Silikon abgedichtet. Warum weißes? Naja, schwarzer Karosseriekleber hält zu sehr und das Weiße sieht man gut. Also passt, ist dicht. Kann das hier wieder dran mit den tollen Nieten und dann widme ich mich der Befestigung oben vom Schnorchel. Es ist vollbracht. Der Schnorchel ist dran mit allem, was dazugehört. Voll angeschlossen. Probefahrt steht noch aus. Bisschen mehr Luft wird er jetzt kriegen. Ich habe die andere Öffnung offen gelassen, die originale Luftzufuhr. Dann mache ich mir noch einen passgenauen Schaumstoff, dass ich den zumachen kann für Wüstenfahrten und solche Sachen, Sandfahrten. Und jetzt bin ich ganz schön fertig. Es kommt noch ein bisschen Lackschutzfolie drauf und vielleicht schaffe ich noch den Schalter für die Leitbar zu verlegen. Die erste Lackschutzfolie habe ich ja schon angebracht, hier unter dem Halter. Da habe ich ein ordentliches Stück drunter gemacht, dass da nichts schuppert oder wenn auf der Folie schuppert. Und dann komme ich heute, glaube ich, ganz gut voran. Man weiß ja auch nicht, wie viele gute Tage es noch geben wird, aber ich bin ganz zufrieden für heute. So, hier ist schon eine schöne dicke Folie drauf am Kotflügel vorne. Da war auch soweit alles in Ordnung. Während hingegen hier hinten, die habe ich jetzt schon behandelt, die Stellen, ist das Dunkelgraue mit Rostschutz, schon ein paar Steinschläge drin waren. Das war der Grund, warum ich das unbedingt machen will. Und die Ecken hier sind auch prädestiniert. Das sieht man unten drunter schon, die ganzen weißen Pünktchen. Habe ich jetzt mal gelassen, weil das hätte man, glaube ich, nicht besser gemacht. Habe ich auch mal Folie drüber gemacht. Hier schlägt viel ein, was von vorne kommt. Auch wenn das Auto noch nicht alt ist, hat es doch ein bisschen Salz gesehen, nehme ich an. Die Bremstrommeln hier sind dahinter angerostet und das sieht nicht so gut aus. Deswegen werde ich da jetzt ein bisschen Lack auftragen, dass es wenigstens ein bisschen geschützt ist, jetzt auch vor den kommenden Fahrten in Meernähe, wo ja auch viel Salz unterwegs ist. Und hier das Nachher-Ergebnis, da sind die Bremstrommeln schwarz lackiert. Es ist Samstag, das Wetter ist besser als vorhergesagt, das finde ich gut. Ich war gestern noch ein bisschen am Arbeiten. Die Leitbar ist angebracht, das ist wirklich ein fettes Gerät. Die Halterungen hier, die passgenauen von Logan, die sind natürlich super gewesen an der Stelle. Und mit dem Schnorchel, das macht jetzt hier echt eine schöne Optik, das gefällt mir. Dann ist gekommen noch eine befüllbare 5 Kilo Gasflasche, die werde ich dann heute noch mal umfüllen. Die ist eigentlich genauso wie die von Gardinger. Ich nehme an, dass da auch der Schlauch passt.
zum Anschluss später werde ich noch einen 90-Grad-Adapter brauchen im Gaskasten, sonst ist der Schlauch ja so gebeugt. Und den werde ich noch bestellen. Apropos Gas, ich habe hier nochmal ein GOG-Anschlussset bestellt. Ich hoffe, es passt. Der Schlauch hier drin ist ja immer noch der erste, also schlappe 16 Jahre alt. Da kann man mal austauschen. Nach 10 Jahren soll man das tun. Das werde ich heute machen. Und dann noch die Lackschutzfolie hier anbringen, damit es hier keine Steinschläge mehr gibt. Und dann bin ich für heute auch schon durch. So, keine 3 Minuten später ist der Schlauch drin. Der ist jetzt hier bis 2032, also genau 10 Jahre ab diesem Jahr. Und der sieht auch taufrisch aus, der macht mir einen besseren Eindruck. Damit kann man sicher auf die Reise gehen. Die Verbindung habe ich nochmal mit Lecksuchspray eingesprüht. Da war nichts zu finden. Ist auch eine Gummidichtung drin, also kann eigentlich gar nicht undicht sein. Hier seht ihr nochmal den alten Schlauch. Das Beige hier drin ist eine Gummidichtung. Die steht jetzt hier ein bisschen vor. Also da kann man gar nichts falsch machen beim Anschließen. Wer das nicht dicht kriegt, das ist ja keine gewindedichtende Verbindung. Also das kann wirklich eigentlich jeder anschließen. Die befüllbare Gasflasche habe ich befüllt aus der normalen 5 Kilo Flasche. Sicher verstaut, alles tipptopp. Auch nochmal Dichtspray drauf gemacht, ob alles in Ordnung ist. Bombe, damit sind wir gerüstet. Als nächstes klebe ich mal das Kabel hier fest von der Leitbar, so dass man es nicht sieht. Das mit dem doppelseitigen Klebeband mit dem durchsichtigen starken, das hat ganz gut geklappt. Ich habe natürlich nicht gesehen, wo ich es festgeklebt habe. Aber schwarz auf schwarz, man sieht es kaum, auch wenn ich hier oben stehe auf den Zehenspitzen. Jetzt noch hinten weg und dann fertig. 15.30 Uhr für heute Schluss. Ich helfe jetzt noch einem Freund was und ich habe sogar noch ein bisschen mehr geschafft, als heute auf der Liste war. Ich habe noch einen einzigen To-Do-Punkt, den ich noch erledigen kann, solange die Kabine noch drauf ist. Aber da fehlt mir noch das entsprechende Material für. Und wenn die Kabine unten ist, hat man noch ungefähr einen halben Tag Arbeit. Schätze ich mal, nehmen wir einen ganzen. Also wenn die Anhängerkupplung kommt, die dran ist, dann nochmal einen Tag Arbeit für die Kabine. Kabine wieder drauf, abreisebereit. Und was heute noch passiert ist, ich habe hier noch die Axt, die ich sonst immer am Quad hatte und auch die Sandschaufel, die habe ich hier noch angebracht. Ich hätte sie gerne eigentlich hinten an der Kabine bei den Sandboards gehabt, aber so ist es denke ich auch ganz okay. Und jetzt geht's ins Wochenende, schneid nachher noch das Video für euch und dann sehen wir uns nächste Woche. Da machen wir dann mal eine ordentliche Roomtour durch das Ding.